Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 3 Backen glutenfrei. Heute mit dem emotionalen Thema Lieblingskuchen. Drei Kandidaten versuchen mit ihren leckeren Rezepten die Jury zu begeistern und 500 Euro in Cash zu gewinnen. Viel Spaß in diesem Video. Hallo Backfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 3 Backen glutenfrei. Heute geht es um Lieblingskuchen. Die Kandidaten, die können sich aussuchen, welchen Kuchen sie backen. Und wir werden den nachher wieder verkosten in der Jury, die heute übrigens sehr speziell ist, denn alles sind ehemalige Kandidatinnen. Und somit switchen wir gleich rüber zur Juryvorstellung. Hi, ich bin der Robert, mache hier glutenfreien Content auf YouTube und habe vor 10 Jahren die meistreine glutenfreie Bäckerei gegründet. Hi, ich bin die Luisa. Die ein oder anderen kennen mich vielleicht schon. Ich war ja sowohl schon als Kandidatin heute dabei, als auch schon mal in der Jury. Die anderen, die mich nicht von dem Format hier kennen, kennen mich vielleicht von Instagram. Da bin ich auch unterwegs unter dem Namen Gluteny. Und ich freue mich heute wieder hier als Kandidatin, als Jurymitglied zu sein. Hallo, ich bin die Eva und komme aus dem Raum Frankfurt und habe Zöliakie, seitdem ich 18 bin. Also ja, darf auch gerne öfters mal glutenfrei backen und kochen. Und ich freue mich heute auch mal auf der anderen Seite dabei zu sein, weil ich auch schon als Kandidatin Cookies backen durfte. Wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, schaut unbedingt rein. Es war sehr spannend und sehr lecker. Und ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Hallo, ich bin Reike. Ich bin Mama von 3 Söhnen im Alter von 2, 4 und 6 Jahren. Und ich backe glutenfrei, weil unser mittlerer Sohn hat vor 2 Jahren die Diagnose Zöliakie bekommen. Und ich durfte auch schon als Kandidatin dabei sein, was mir riesen Spaß gemacht hat. Umso mehr freut es mich, dass ich heute in der Jury sitzen darf. Und ich wünsche den Kandidaten auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, weil es eine ganz tolle Erfahrung, hier dabei zu sein. Reike, was ist dein Lieblingskuchen? Was hast du gesagt? Auf jeden Fall irgendwas mit Fruchtnote. Ja, genau. Glaubt ihr, dass es gut machbar ist, in 100 Minuten einen Kuchen zu backen? Wenn du das mit Cookies vergleichst, Eva? Also ich bin ja Freund von schnell backen und schnelle Zubereitung, deswegen bei mir klappt es auf jeden Fall. Kommt auf den Kuchen an, oder? Wie es schmeckt, wie das Ergebnis dann wird. Ich lasse mich mal überraschen. Ja. Also ich freue mich auch auf jeden Fall, wenn irgendwas noch mit Teig dabei ist, weil das hat man ja sehr oft, wenn man glutenfrei in einem Kaffee isst. Dann ist ja oftmals kein glutenfreies Mehl dabei. Dann ist es irgendwie Banana Bread oder Käsekuchen, obwohl ich ihn auch sehr liebe. Mhm. Aber ich freue mich auch, wenn es irgendwas mit einem Boden gibt, quasi. Genau, was man auch noch glutenhaltig kennt. So ein Biscuit oder so auch, sowas ja, in die Richtung. Genau, irgendwas Teigiges. Würde ich mich sehr freuen. Luisa, Apfel. Apfelkuchen kann ich erstmal nicht mehr sehen. Aber ja, ich denke, es ist schon teilweise, also für mich war es auf jeden Fall auch eine Herausforderung in den 100 Minuten, weil manche Kuchen müssen ja nochmal kühl stehen, so wie meiner auch. Also das ist schon eine Herausforderung und ich hoffe, es wird kein Apfelkuchen. Kannst du die Augen zumachen, wenn du ihn nicht mehr sehen kannst. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die Tische an und die Zutaten von den Kandidatinnen. Das ist nämlich auch immer sehr, sehr spannend. Da können wir schon mal schauen, ob wir vielleicht was erkennen, was es so geben wird. Ja, das sieht doch schon fruchtig aus. Das sieht ultra fruchtig aus. Mit der Wow. Und sehr frisch. Das sieht wieder so nach einem Sommerrezept aus. Wir haben hier auch eine Zitrone. Das sieht auch, das ist eine Bio-Zitrone. Das könnte was sein, wo man auch vielleicht Abrieb runterreibt, oder? Safran und Vanille. Was? Safran und Vanille? Ja. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber das heißt nicht. Nee, Vanillezucker. Aber da oben steht es auch von Vanille. Ach, vielleicht Vanillehandel. Ist das. Ach, vielleicht ist das, ja, die Firma, okay. Das haben wir hier noch in den Gläschen. Ah, Backpulver. Mhm. Xanthan. Ah, noch getrocknete Himbeeren. Getrocknete Himbeeren. Mhm. Dürftest du kennen, oder? Schon mal gesehen. Ja. Sehr cool. Nee. Pudding, das ist auch immer der Geschmack. Auch was ist das? Paniermehl? Paniermehl haben wir hier auch noch. Boah, das ist jetzt, wo baut man Paniermehl ein? Habe ich jetzt auch gerade keine Idee. Paniermehl habe ich noch nie verwendet. Aber bröselmäßig vielleicht irgendwas so oben drauf, was dann nochmal so. Oder die manche, die Form. Stimmt, für die Form. Für die Form machen Fettung. Manche. Also das man Margarine und dann das Paniermehl, das ist besser lösen. Das besser raus. Ja, okay. Den Trick kenne ich. Aber ich bin auf jeden Fall auch gespannt auf die gefriergetrockneten Himbeeren, weil das gibt dann nochmal so einen kleinen Crunch zu den frischen Beeren. Ja.
Und sie hat auf jeden Fall auch was mit den Handschuhen vor. Das kann ich mir noch nicht erklären, in bunten Farben. Es kann ja auch sein, dass man, also das hatten wir auch schon gesehen, das hatte man zum Beispiel eine pulverisiert benutzt. Mhm. So pulverisiert und dann war das auch sehr intensiv in so eine Creme rein. Aber seht ihr hier andere Zutaten, die auf eine Creme oder auch irgend sowas hindeuten? Ich weiß ja nicht, was hier drin ist, stimmt. Aber hier haben wir noch eine Milch. Gut, das kann natürlich auch in den Teig kommen. Pudding könnte auch in den Teig kommen. Könnte auch in den Teig kommen, ist auch oft drin. Hast du sogar, nee, du hast Ich hatte es in meiner Apfelmasse mit dabei, genau. Ja. Wollen wir mal reinschauen? Darf wir, dürfen wir reinschauen? Jo. Ja. Auf jeden Fall. Ah, oh. Okay, das erklärt es natürlich. Das sieht aber nach Creme aus, oder? Ja. Joghurtbutter, nochmal Himbeer. Das sieht nach Käsekuchen aus. Ja. Das sieht für mich nach einem fruchtigen Käsekuchen aus. Jetzt, ich glaube, du hast recht, wahrscheinlich sogar. Ja. Mit Teig, also. Ja. Ja. Mit Boden. Dabei. Krass. Cool. Mhm. Es könnte sein, dass sie das richtig fancy dekoriert. Mhm. Ja, also es könnte so in die Richtung New York Cheesecake gehen mit so einem Bärenspiegel. Und das ist einer meiner liebsten Kuchen. Von daher. Ja, und ist nicht auch bei New York Cheesecake, muss man da nicht auch Paniermehl unten vom Boden? Unten nehmen. Bin ich mir nicht sicher, ob man das muss, aber kann auf jeden Fall sein, dass es dann. Also ihr kennt euch auf jeden Fall mit New York Cheesecake aus. Wenn die einen macht, dann haben wir auf jeden Fall die Expertin am Start. Dann könnt ihr auf jeden Fall sagen, ob der richtig gut ist. Ja. So, dann schauen wir doch mal hier. Hier sieht es ein bisschen übersichtlicher aus, außer die Kandidatin hat noch was versteckt. Mhm. Ich dachte, zuerst das? Ich habe hundertprozentig habe ich das auch gedacht, wo ich reingekommen bin hier in die Halle. Wow, Stachelbeeren. Habe ich gedacht, das wären. Habe ich gedacht, sag mal, habe ich jetzt irgendwie einen Denkfehler? Ist doch irgendwie nicht Kuchen. Du, aber weißt du, was ich gedacht habe? Vorhin habe ich gedacht, es wäre doch eigentlich lustig, wenn jemand einen deftigen Kuchen machen würde. Habe ich tatsächlich so auf der Hinfahrt hierher gedacht, was ist, wenn jemand einen deftigen Kuchen macht? Aber das sind alle Zutaten. Aber das ist ja dann. Gut, Flammkuchen hat auch das Wort Kuchen. Ja, okay. Kuchenfreie Interpretation. Ja, okay. Also, genau. Aber gut, Stachelbeeren sind ja. Okay, Stachelbeeren. Es gibt einen Stachelbeerkuchen wahrscheinlich. Offensichtlich. Genau, aber ohne Creme. Oder sieht ihr irgendwo die Creme? Oder die hat auch in die Kühlung gestellt. Ah, oder es ist noch in der Kühlung, genau. Das kann natürlich auch sein. Weil es kann sein, dass es auch ins Kühlhaus gestellt. Ja. Ist das nicht typisch dieser Stachelbeerkuchen, wo man unten so eine Art Biskuit oder so macht und dann mit die Stachelbeeren und dann kommt Sahne nochmal oben drauf oder so? Ist das nicht so? Das erinnert mich ein bisschen an Kuchen von meiner Oma, den sie immer gemacht hat. Auch mit einem Biskuit, dann Stachelbeeren, Sahne und dann kamen noch so Butterkekse oben drauf. Ja, irgendwie sowas habe ich auch in Erinnerung, dass es sowas gibt. So ein klassischer Hausfrauenkuchen, den man so kennt. Ja. Mich irritiert so ein bisschen der Tortenguss. Deswegen hätte ich gedacht, vielleicht so eine Schicht Teig, dann kommen die Stachelbeeren drauf und dann noch durch den Tortenguss, das oben drüber. Abgezogen, dass man die Stachelbeeren eben sieht. Ja, und dann noch die, aber dann vielleicht noch die Sahne trotzdem drauf. Oder so als Klecks nebendran. Zum Dippen. Das könnte auch sein. Ich sehe auf jeden Fall auch Mandeln. Sein, ne? Von daher, ich freue mich auch auf Nüsse. Stimmt. Ja, definitiv. Und hier nochmal Sahne steif, das ist halt so, und dann gehen wir mal hier rüber. Jetzt brauchen wir eigentlich wirklich auch nur noch einen Schokokuchen, weil dann haben wir zwei Fruchtsachen und jetzt fehlt irgendwas mit Schokolade. Oh ja, und hier sehen wir schon Kakao. Kakao. Oh, gut. Und hier noch ganz viel Schokolade. Und Haselnüsse. Schokostreusel, da kann man ja Ameisenkuchen mitmachen. Kennt ihr bestimmt auch. Ja. Aber auch hier wieder. Beeren. Sehr aber gut. Auch Beeren. Aber das könnte vielleicht auch für die Deko sein. Ja. Vielleicht würde ich hier tippen eher. Ne? Kiwi finde ich spannend. Hä? Das auch Deko? Oder was? Ich habe keine Ahnung. Aber Kiwi ist auch total lecker. Ja, habe ich noch nie gegessen. Nee, ich auch nicht, glaube ich. Ja, diese Schoko-Obst. Und da habe ich auch schon mit Kiwi gemacht. Ja, ich finde sie zu hart, finde ich. Also, als dass man die so pur isst. Okay. Aber die Kombi Kiwi und Schoko schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Oder wirklich Deko. Ja. Haben wir hier noch Pistazien. Oh, lecker. Haselnuss. Verschiedenste Nüsse. Ja. Okay. Könnte auch sein, dass die dann so drüber gestreut werden, wenn die Glasur schon drauf ist, nochmal so als. Und auch wieder Vanillepudding. Also ich weiß nicht, ob das auch wieder in eine Richtung Käsekuchen geht oder mit Eiern noch und Quark, den ich da sehe. Könnte auch wieder ein Käsekuchen sein. Mit Schokonote vielleicht diesmal. Was ja auch witzig wäre, wenn. Hä? Das sind die Förmchen. Das sind Förmchen. Das gibt Mini-Kuchen. Aha. Oh, wie geil. Mini-Backform. Die macht Mini-Cakes. Ja, cool. Das finde ich halt richtig geil, dass man so eine abgefahrene Form auch nochmal hat. Ja, das ist cool. Dann setzen wir uns. Ich bin gespannt. Wow. Und dann rufen wir gleich die Kandidatin rein. Also sehr vielversprechend, oder? Sehr vielversprechend, Es sieht so toll aus, ja. Dann würde ich sagen,
Rufe die Kandidatin. Mhm. Kandidatinnen, bitte reinkommen. Ich bin die Kerstin Beckmann-Beschen. Ich weiß meine Zöliakie-Diagnose seit dem Jahr 2011. Ich freue mich, hier heute da zu sein und euch hoffentlich was sehr Leckeres, Glutenfreies zu backen. Ich werde einen Käsekuchen machen, der sehr leicht und von der Textur nicht kompakt ist, sondern sehr fein im Mund. Und ich hoffe, dass ich das in dieser Zeit so hinkriege, dass es euch auch dann von der Textur schmeckt. Hallo, ich bin Sarah, ich bin 33 Jahre alt und komme aus der Nähe von Hamburg. Ich habe jetzt seit 2014 Zöliakie und freue mich total, heute dabei zu sein und werde einen Stachelbeer-Baiser-Kuchen backen. Ich bin die Stefanie, ich komme aus Nürnberg, bin jetzt 27 Jahre alt und ich möchte heute einen Schokoladen-Käsekuchen backen. Ich mag Käsekuchen sehr gerne. Genau, und die Diagnose habe ich seit ungefähr 9 Jahren und backe auch seit vielen Jahren auch selber, was mir halt einfach natürlich sehr gut schmeckt. So, war da schon irgendwas dabei, was euer Favorit sein könnte? Welche Kandidatin könnte überzeugt haben? Also Käsekuchen, finde ich, geht immer und Obst halt bei mir auch. Von daher bin ich sehr gespannt auf deinen Kuchen, Kerstin. Aber die anderen auch. Also Stachelbeer, muss ich ehrlich sagen, ich habe das schon Ewigkeiten keine Stachelbeeren mehr gegessen. Mhm. Also bin ich auch einfach sehr, sehr gespannt und freue mich total drauf. Ja, und Schoko-Käsekuchen freue ich mich auch riesig drauf. Ja, also es ist eine sehr spannende Gruppe und bin mal gespannt. Es wirkt auch sehr unterschiedlich, mhm, ne? Und das macht wieder die Vielfalt. Ja. Und dann muss einfach jedes Rezept für sich stimmig sein, um zu gewinnen. Ich finde es cool, dass wir auch so unterschiedliche Rezepte total haben. Und ja, ich bin wie gesagt gespannt auch auf den Schoko-Käsekuchen. Habe ich noch nie so in der Kombi gegessen. Bin ich sehr gespannt drauf. Aber alle Kuchen hören sich sehr lecker an. Ja, dann würde ich sagen, gebe ich gleich den Startschuss. Ihr könnt euch immer vorbereiten und dann sehen wir uns gleich. 3 leckere Kuchen, 100 Minuten Zeit. Let's go! So Leute, ich habe mir die Eva geschnappt und wir schauen jetzt mal eben bei den Kandidatinnen vorbei. Die Steffi ist zum Ofen gewandert. Da geht's jetzt los. Entschuldigung. Hast du schon was im Ofen? Nein, aber gleich. Ah, okay. Hast du den eingestellt noch, oder? Ja, genau. Ich habe den vorhin eingestellt, vorgeheizt und jetzt kommt es dann rein. So, was hast du denn hier? Das sind dann die Schoko-Käsekuchen. Das ist so ein bisschen wie Marmorkuchen. Ich hoffe, am Ende wird das was Gutes. Wie Marmorkuchen, aber mit der Käsemasse, oder? Genau, ja. Mhm. Das heißt, dass im unteren Teig die Schokolade verarbeitet und on top ist dann die Käsemasse. Genau, ja. Ist ein bisschen flüssig geworden. Ich hoffe, am Ende... Ich wollte dich gerade fragen, bist du zufrieden mit dem Ergebnis bisher? Wird schon. Ja? Wenn es gebacken wird, wird es ja auch fester. Aus was ist denn unten die Masse? Ist das einfach ein Rührteig? Oder? Ja, genau. Also vor allen Dingen halt viel Zucker, Mehl, dann ein bisschen Kakao. Ich habe auch Schokostreusel reingetan, Butter, genau. Alles, was gut schmeckt. Ja, genau. Ist es auch dein Lieblingskuchen? Tatsächlich nicht, mein zweitliebster würde ich sagen, aber mein Lieblingskuchen, der dauert schon ein bisschen länger. Ah, also der Lieblingskuchen, der schnell geht. Ja, genau. Das ist doch sehr gut. Ja. Wir sind sehr gespannt. Ich denke, das interessiert die Zuschauer auch, weil die wenigsten haben ja Zeit. Das ist ja immer so ein großer Faktor beim Backen. Ja. Muss immer schnell gehen und trotzdem lecker sein. Ja. Deswegen liebe ich auch Rezepte, die schnell und einfach sind. Mhm. Da muss nicht immer 100%ig oder 150%iger Geschmack oder so sein, sondern zu Hause muss es einfach ein Kompromiss sein. So, ne? Deswegen will ich auch alle Rezepte von der Show, weil ich bin auch ein Fan von, ich bin super ungeduldig und bei mir muss es schnell gehen und ich habe so oft Lust auf was Süßes. Deswegen will ich Zeit, gutes Essen. Und das Coole ist ja, hier kannst du dir sicher sein, das klappt in 100 Minuten. Ja, das ist echt ein guter Garant. Je leichter, desto besser eigentlich immer. Du hast ja auch hier schön deine Schritte ausgedruckt, ne? Genau, damit es halt nochmal ein bisschen leichter geht, von Schritt für Schritt, wie ich das halt mir zusammenrühre. Hast du einen besonderen Trick, den du verraten kannst? Eigentlich vorher ein bisschen dir die Zutaten besser hinschauen, als ich das jetzt gemacht habe. Ansonsten
eigentlich, wenn man ein bisschen auf die Zutaten achtet, dass es jetzt nicht die billigsten sind, sondern ein bisschen schaut, dass es eher besondere Zutaten sind, schmeckt es am Ende besser. Ja, das ist eigentlich ein guter Tipp, ja. Ein Grund, warum du dich für die kleine Kuchenform entschieden hast und nicht einen großen Kuchen machst? Es geht auch nochmal schneller beim Backen. Sehr clever. Okay. Das haben wir schon vermutet. Genau. Sehr also gerade bei Käsekuchen, der braucht ja doch sehr lange, bis der überhaupt erstmal gebacken ist, bis er ausgekühlt ist. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Schmeckt ja meistens am Tag danach besser. Ja. Wenn er durchgezogen ist. Ja. Wobei ich finde auch Käsekuchen, wenn der noch so leicht warm, dann ist der so nochmal, da hat er so eine Cremigkeit, nochmal eine besondere. Finde ich auch geil. Stimmt. Muss das Rezept aber für passen. Genau. Stimmt. Ja. Okay, aber der sieht aus, als ob er jetzt gleich in den Ofen möchte, oder? Ja. Ich bin gespannt. Wir halten dich ab. Ich bin gespannt, was du noch mit der Kiwi machst. Das haben wir uns vorhin auch gefragt. Mhm. Ja. Müsst du doch alles erwarten. Und die Pistazien und so. Okay. Gut. Super, danke dir. Stachelbeerkuchen, Eva. Was sagst du? Ich bin ja froh, dass es Stachelbeeren sind. Auf den ersten Blick sah es aus wie Oliven. Wir kamen hier so rein. Ich glaube, das ist nicht so eine leckere Kuchen. Auch so. Ja, wir dachten, es gibt was Besonderes. Ja, schon besonders, aber nicht Oliven. Ich glaube, Stachelbeeren passt mehr zu kommen wieder. Ne? Ja. Ja. Wobei wir auch schon gescherzt haben, Flammkuchen wäre ja auch ein Kuchen. Ist auch Kuchen. Stimmt. Ja. Wäre auch eine Option gewesen, aber dann doch lieber süß. Aber durch den Zucker sieht es ja auch wieder nach einer Süßspeise aus. Definitiv. Du hast jetzt hier, das ist das Eiweiß, das geschlagen genau, ist. Genau, das geschlagene der Baiser sozusagen. Und backst darunter, du das quasi extra oder nee? Nee, darunter ist der Biskuitboden. Ja. Und es gibt zweimal solche Böden, wo dann noch die Mandeln oben drauf kommen. Der erste ist schon im Backofen. Genau. Ein Doppelwopper. Mit einem Doppelwopper, genau. Und dazwischen kommt dann die Stachelbeermasse. Könnt ihr mal kurz hier reingucken? Da, rösten dann die Mandeln nochmal schön oben ab. Genau. Das ist ein schöner Geschmack von der Mandel. Dann noch der Crunch von dem Baiser. Achso, es ist jetzt sonst auch gar kein Rührkuchen oder noch doch, ein Rührkuchen? Doch, darunter sozusagen. Ah, also darunter okay. Ist Rührkuchen. Unter beiden? Unter beiden, okay. Genau. Und dazwischen kommt dann die Sahne und die Stachelbeeren. Okay, krass. Das ist ja eigentlich schon, das geht schon fast in die Tortenrichtung. Ja, es ist so ein bisschen in die Richtung. Aber es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man, also der Backform sieht dann fast eher wie eine Torte aus. Aber genau. Es gibt das ja auch echt in diesen großen, habe ich auch schon mal gemacht, so für 30 Leute. Das war eine kleine Herausforderung. Backst du schon öfters, auch gerne für Freunde, Familie. Ja, okay. Total. Ich versuche es jemand zu überzeugen, dass glutenfrei genauso gut schmeckt, wenn nicht sogar besser. Ja, es sieht auf jeden Fall so aus, als ob das bei dir so ist. Verrätst du uns, woher das Rezept kommt? Hast du es dir selbst überlegt von der Oma aus dem Internet? Tatsächlich ist es ein Familienrezept und dann war nachher irgendwann so ein bisschen die Frage, okay, jetzt glutenfrei, wie geht das denn dann jetzt? Und dann habe ich gedacht, naja, ich probiere das einfach mal. Und hat funktioniert? Oder wie viele Anläufe hast du gebraucht? Nee, ging so direkt wurde. Tatsächlich, weil relativ, also es ist nicht so ein hoher Mehlanteil dabei. Und dadurch durch den Baiser und noch die Ebenen in der Mitte, klappt das echt ganz hast gut. Hast du einen besonderen Tipp beim Eiweißschlagen? Sehr feinen Zucker und dann halt Stück für Stück dazugeben. Also, da wird es fluffiger? Ja, genau. Klappt so. Einfach, weil sich der Zucker dann besser auflöst. Genau. So, ne? Ja. Ja. Manche machen auch noch eine Prise Salz dazu. Stimmt, ja. Habe ich auf jeden Fall heute nicht gemacht, aber es ist auch nochmal ein guter Tipp. Immer wo viel Süße ist, ganz kleine Prise Salz dazugeben, rundet den Geschmack nochmal ein bisschen ab. Genau. Und ich muss jetzt fragen, wie ein Laie, wie funktioniert ein Baiser? Eiweiß aufschlagen, fängst an, das Eiweiß aufzuschlagen und dann Stück für Stück den Zucker. Okay, mehr nicht. Nee, und dann vernünftig schlagen lassen und kalt stellen dann. Okay. Genau. Sehr gut. Ich glaube, es gibt auch Varianten, wo noch ein bisschen Stärke reinkommt. Es gibt da die wildesten Kombinationen. Ja. Also es hat auch schon nicht geklappt. Also von daher, ich bin mal gespannt. Aber ich bin ja immer ein Fan von, wenn es schnell geht und schmeckt, deswegen. Es dauert auch nicht so lange. Du musst das Aufschlagen machbar. Eigentlich genau. Ist es schon machbar, genau. Und dann 15 Minuten die beiden Böden, von daher ist es von der Zeit auch ganz gut. Ja. So, Kerstin. Hier habe ich meine Grundquarkmasse. Da habe ich, der Kuchen besteht im Grunde aus drei Schichten. Ich habe eine ganz kleine Schicht von Mürbeteig, die nur am Boden ist, nicht am Rand, weil viele beim Käsekuchen nie den Rand essen. Ja. Das ist so mir in meinem Leben, die haben immer den Rand übrig gelassen. Ich habe das so modifiziert, dass ich nur einen kleinen Mürbeanteil, weil ich möchte den Mürbeteig, weil Käsekuchen ohne Boden habe ich am Anfang viel gemacht, aber das war irgendwann so langweilig. Ja. Dann habe ich, wie gesagt, diese Grundquarkmasse, die ist auch sehr flüssig, ihr seht es.
Die ist also sehr leicht, sehr cremig. Ja. Die wird im Grunde mit dem Mürbeteig Grund vorgebacken. Und dann mache ich hier meine Eiweiße zu Schaum, also zu Eiweißschlag. Und das hebe ich leicht unter den letzten Anteil. Und dann backt der Kuchen nochmal. Ah, okay. Dementsprechend haben wir die oberste ganz leichte Schicht, die Grundmasse und noch einen Mürbeanteil. Und das ist mein Glücksbringer, weil ihr eben nach Glücksbringer gefragt habt. Das ist mein Glücksbringer. Dein Backpulver ist dein Glücksbringer. Nein, die Dose. Die Dose ist mein Glücksbringer. Mit einer kleinen Torte drauf. Und ich habe extra auch noch diese kleinen Förmchen gemacht, weil ich habe jetzt schon Himbeeren passiert, abgeschmeckt. Ja. Ich werde sie jetzt noch mit der Speisestärke, die habe ich jetzt vorbereitet, andicken. Mhm. Weil ich möchte später natürlich euch nicht einen Saft, den ich separat hinstelle. Ich möchte, dass jeder die Wahl hat, sich das dazu zu machen. Wow. Genau. Und dann natürlich noch schön ein bisschen ausgarnieren. Mhm. Spannend. Genau, also das ist, und dieser leichte Mürbeanteil mit den Schichten, ja, also ich hoffe, euch wird es schmecken. Ja. Wie oft machst du da diesen Kuchen? Also hast du den auch nur in dieser Variante mit Himbeeren oder hast du Nein, der, also die Himbeermasse ist im Grunde immer on top. Der Käsekuchen backe ich so oft in der 28er Springform. Das geht im Grunde auch, weil du gesagt hast, mit der Zeit. Ja. Das geht recht schnell. Ja, ich habe jetzt eine 20er Form und ich muss jetzt übrigens von dem Timing kurz gucken, weil ich schlage dann jetzt bald das Eiweiß auf und dann kommt der Kuchen danach in Froster, wenn er fertig ist. Ja, spannend. Ja. Klingt auch so, als ob alles im Plan ist. Ja, ich backe den schon sehr oft und ich habe den auch schon für Freunde, die bestellen den bei mir und sagen, Kerstin, machst du den Käsekuchen? Mhm. Und sage ich, ja, mache ich. Weil, also der ist sehr beliebt bei uns. Ja. Das ist doch gut. Ja. Ja, und... Wie kam es, dass du dich beworben hattest? Ich habe schon am Anfang, wo ich das gesehen habe auf YouTube bei dir, hatte ich so einen Impuls, mache ich. Und dann bin ich zurück, weil ich dann einfach nicht den Impuls... Der Mann hat dann doch Schiss irgendwie. Ja, so, ja. Und dann habe ich gedacht, nee, ich mach's. Und ich hatte ja kürzlich Geburtstag, und habe ich gedacht, so, jetzt bin ich schon so alt. bist doch nicht alt. ich möchte es machen. Und ich möchte dieses Käsekuchen-Rezept in die Welt tragen. Ja. Ja. Cool. Und ja. Ja, witzige Story war das übrigens, weil die Kerstin hat, du hattest dich eigentlich, glaube ich, für Mai eingetragen. Ja, für den Käsekuchen. Und dann hatte ich... die Kerstin angerufen, weil die Bewerbung reinkam und ich brauchte noch eine Kandidatin für diese Folge. Und dann hast du gerade an dem Tag Geburtstag und sie hat sich auch total gefreut und das hat dann mega gepasst. Ne? Ja. Da haben wir noch kurz geplauscht. Ja. Das war ein super Geburtstag. Dann waren wir beide happy, ne? Ja. Konntest du auch nicht mehr Nein sagen. Dann nein, warst du schon so nein. Und alles so um den Tisch rum, mit wem redet sie da? Und ich so, ja klar, okay, ich mach Käsekuchen. Und alles so am Tisch. Also, Käsekuchen kannst du. Mit wem redet sie da? Weil es wusste keiner. Ich habe noch keinem erzählt. Aber es war ja auch erst einen Tag vorher. Ja, genau. Also es war so spontan und ich freue mich, bei euch zu sein. Und ich bin gespannt. Erzählst uns noch, woher du den hast? Gibt es eine Geschichte dazu? Das ist eine Geschichte, das habe ich von der Freundin meines Sohnes mitgekriegt. Jetzt extra für die Backshow. Extra für das, ja. Wow. Cool. Und ich habe gedacht, was tue ich da rein? Okay, mein Backpulver. Hm. Und deshalb ist das das kleine Törtchen. Hier genau, es passt dann zum Dekor wahrscheinlich schon. Ich bin sehr gespannt, wie es später aussieht und vor allem schmeckt. Ja. Dann dir noch weiterhin viel Glück. Und vielen Dank. Gleich nochmal vorbei mit dem Rest von der Jury. Vielen Dank. Und euch später guten Hunger. Dankeschön. So Leute, ich habe mir jetzt hier die Reike und die Luisa geschnappt und zwar gehen wir gleich zu den Kandidaten, aber vorher wollen wir mal ganz kurz zeigen, was die Reike so designt hat. Und zwar haben wir ja hier schöne Sticker, du hast die damals in deiner Folge auch dabei gehabt und deine glutenfreien Boxen sozusagen gekennzeichnet, weil ihr einen Mischhaushalt habt. Das kennst du ja auch wahrscheinlich vom Aufwachsen her. Und hast du da auch deine Produkte irgendwie ein bisschen gekennzeichnet? Oder? Also wir hatten dann so Bereiche, ne, wo was war. Aber so Sticker ist halt schon besser, weil dann sieht man halt auch direkt, zum Beispiel jetzt beim Nutella-Glas oder Marmeladenglas, natürlich direkt, welches ist jetzt wem. Ja. Ne? Ja. Genau. Ja. Und du hast hier so tolle Tiere entworfen. Das ist ein Tiger, ein Hai,
Jetzt neu hast du gesagt, kommt noch ein Hamster dazu. Genau. Und dann mit so coolen, lustigen Sprüchen drauf. Was haben wir hier zum Beispiel? Bitte nicht kontaminieren, glutenfrei steht dann da. Genau, das sind so diese Standard Sätze, die draufstehen. Aber dann gibt es auch noch mit lustigen Sprüchen, wo einfach den Kindern vorgelesen wird. Ja. Und sie sollen einfach halt Spaß daran haben. Genau, und ich habe gesagt, ich finde das eine richtig coole Sache. Das unterstützen wir hier gerne. Und deswegen hat die Reike dann gesagt, ah ja, komm, lass uns doch ein Gewinnspiel machen. Und du möchtest gerne was verlosen? Ich möchte gerne 3 Zehner-Sets verlosen an euch. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr mitmacht und die Sticker dann dadurch auch kennenlernt. Genau. Und ihr könnt teilnehmen, indem ihr einfach unter diesem YouTube-Video glutenfrei für Kinder kommentiert. Damit seid ihr im Lostopf. Wie gesagt, 3x10 Sticker gehen dann raus. Genau. Wir schreiben dann die Gewinner einfach an, unten als Kommentar. Und ansonsten gerne auf deiner Instagram-Seite, genau. Wie heißt die nochmal? Kommt gern vorbei, limayo_herzenssachen. Genau, da auch vorbei schon, dann könnt ihr euch die auch bestellen. Sind auch nicht so teuer, was kosten 10 Genau, ein 10er Set kostet 3,30. Ist bezahlbar und ist eine coole Sache, weil es halt auch einfach echt nette Bildchen, sieht echt süß aus. Ja, ne? Sehr süß. Und die Kinder, die können halt so direkt sehen, okay, das ist meins. Genau. Ja, das ist echt schön. Dann macht glutenfrei Essen sogar Spaß, wenn man dann so süße Aufkleber hat. Ja, die Kinder fahren halt einfach total auf diese Bilder ab. Ne? Ich merke ja. Das jetzt auch bei meiner kleinen Tochter. Mhm. Vor allem, was sie lieben ist, also mein Sohn hat das mit Vorliebe auch alles beklebt. Also der war total stolz, der hat sich so gefreut über seine Sticker und hat dann alles, was ihm ist, hat er dann mit den Aufklebern versehen. Ja, mega. Besseres Kompliment gibt es doch dann nicht an Mama, oder? Ja, das tat echt gut, das war schön. Gut, dann schauen wir uns mal an, was die Kandidatinnen sehr vorbereitet gerne. Haben. Hi. Und wo bist du gerade bei deinem Schritt? Der zweite Boden ist gleich fertig. 2 Bösen. Wow. Genau, ja. Aha, okay. Da klingelt jetzt gleich auch der Wecker. Mhm. Der Stachelbeerguss ist jetzt fertig und kühlt gerade ab. Es zieht so ein bisschen an und es kommt dann gleich zwischen. Mit was hast du das abgebunden? Einfach mit Tortenguss. Mit Tortenguss. Und ein bisschen Zucker. Ja. Und dann Stachelbeeren rein mit dem Saft und dann. Ja. Geht das relativ schnell, dass es anzieht. Muss jetzt einen Augenblick abkühlen und dann. Warte mal, wir müssen mal kurz. Genau, irgendwo klingelt hier was. Genau, und jetzt, glaube ich, ist der Boden hier auch soweit fertig. Mhm. Der ist aber schön aufgegangen. Ja, genau, der sackt gleich aber auch wieder ein bisschen ab. Ja, aber es riecht so lecker. Ja. Genau, und der obere Teil wird dann gleich in Stücke geschnitten, und damit man es ein bisschen besser dann schneiden kann. Und dann, genau. Das ist gleich Geschichte, muss dann am Blick abkühlen. Sieht richtig gut aus, ja. Ja. Von dem hast du noch einen gebacken. Ja, genau, der ist schon der ist in der Kühlung. Genau. Ah, ja. Und der wird jetzt oben schon mal die Stücke vorgeschnitten. Genau, also es geht so ein bisschen auch in eine Tortenrichtung. Kann man halt Kuchen oder Torte, glaube ich, zu sagen. Ja. Ja. Aber es sinkt gleich auch ein bisschen wieder ein. Deswegen, es wirkt erstmal relativ riesig, aber dann geht es gleich wieder runter. Sieht auf jeden Fall knusprig aus. Ja, sieht sehr lecker aus. Woraus besteht das jetzt? Ist das nur Ei? Genau, Eiweiß oben drauf und Zucker. Und darunter ist so ein Rührteig. Ah ja. Genau. So, jetzt hoffen wir nur, dass es innen drin noch durchgebacken ist. Das sieht man richtig, immer so richtig schlecht. Mhm. Ja. Aber gucken wir gleich mal. Machst du den Zettel? Ja, ich liebe den. Ja? Okay. Relativ regelmäßig. Schön. Aber es ist ganz lustig, wie unterschiedlich das dann auch. Also ist der Teig war vorhin viel heller und dann halt jeder Ofen ist anders. Bei einem Ofen waren die Mandeln schon super schnell dunkel, wo ich so dachte, Und hier hat es aber heute ganz gut geklappt, dass die nicht deswegen so sofort dunkel. Deswegen backe ich bei süßen Sachen immer gerne so bei 160 Grad Umluft lieber. Ne, ein bisschen, auch und nicht ober- ja, ein bisschen reduzierter, weil du so ein bisschen besser abschätzen kannst. Also ich backe lieber dann 5 Minuten länger und habe dann eine gleichmäßigere Hitzeverteilung. Ja, kann anders. Das dann nochmal ein bisschen steuern. Weil wenn es zu schnell zu viel Hitze bekommt, dann kannst du ja nichts mehr machen. Nee, ich kann auch. So mein Trick, sage ich jetzt mal. Deswegen lieber ein bisschen Temperatur runter, Umluft, auch gleichmäßig. Okay. Gerade auch so Muffins etc. Mhm. Ja, probiere ich auch nochmal aus nächstes Mal. Genau. Mhm. Hoffen wir jetzt mal, dass es ganz gut klappt. Bestimmt, du hast ja schon auch gemacht. Auf jeden Fall. Das wird schon. Das sieht schon sehr vielversprechend aus und riecht auch schon. Riecht so lecker. Ja. Also. Gucken wir gleich mal, wie es dann gesamt wird. Ich muss noch ein bisschen runterkühlen, damit es dann auch passt. Und dann Schön. Dann wird gleich fertig gemacht, angerichtet. Genau. Super. Schön. Schauen wir mal bei der ersten Mama auf vorbei. Jeden Fall. Ja.
Wie läuft es bei dir? Läuft alles gut? Ja, ich habe jetzt schon für euch die Himbeersoße separiert, das dann einfach. Und jetzt mache ich, jetzt bereite ich dann die vier Teller vor. Schön cremig, ja. Ich stelle mir vor, einfach, also ich will reduziert, aber auch nicht zu viel Arbeit. Also für euch mache ich es natürlich, zu Hause mache ich das jetzt nicht. Aber für euch möchte ich es einfach schön anrichten. Genau. Und ich habe. Und für die Zuschauer. Aber natürlich. Ich habe das gekauft. Ich habe damit noch nie gearbeitet. Ja. Mhm. Aber ich habe mir diese schockgefrosteten Himbeeren geholt, um ein bisschen so einen Crunch einfach zu diesem dunklen Teller. Werden die ganzen Geheimtricks ausgepackt. Ja. Sehr lecker. Ich liebe auch gefriergetrocknete Himbeeren. Also. Ja, aber sie schmecken natürlich nie, wie wenn du jetzt hier so eine wunderbare, frische Himbeere isst. Anders schmecken sie. Anders. Nicht besser, nicht schlechter. Stimmt, anders ist vielleicht das richtige Wort. Ja, anders. Und ja, also ich habe, ach siehst du, wegen Glücksbringer, ich hatte meine Dackeltassen auch noch dabei. Ich meine, du hast ja deinen Glücksbringer ohne Ende. Ja, also Dackeltassen, schau. Ja. Dackel, hast du einen Dackel? Ja, also einen Dackelmix habe ich. Also schau, so. Wie, was heißt Dackelmix? Was da ist ein Goldie drin und ein Dackel. Das ist ein Goldie Retriever. Okay. Also das Fell ist wie ein Goldie, bisschen größer wie ein Dackel, das? Fell und also Nase, langer Rücken. Ja. Wie wäre dann die Wortschöpfung? Gockel. Ah, okay. Weil es gibt ja immer diese Wörter, ne, wie Golden Doodle. Gockel. Genau, das ist Gockel. Ja, ach, genau, also das ist auch noch Glücksbringer. Genau. Schön. Du hast noch einen, oder wie? Oder? Nee, das ist einfach, das sind zwei Tassen. Das, ja, okay, die beiden. Ja. Die beiden. Schön. Genau, aber eine Katze habe ich noch. Katze darf auch daheim sein, ja. Genau. Sehr schön. Ja, also ich bin gespannt. Ich mache jetzt hier. Die sich? Ja. Sie, der Hund war zuerst da, dann kam eine kleine Katze und die ist sehr dominant. Aber mal, die spielen auch manchmal, die sind ja auch schon ein bisschen älter. Also die tolerieren sich sehr. Unser und unsere Katze verstehen sich nett. Okay, waren die von klein auf? Nee. Okay. Also die Katze war schon 13 Jahre alt und die hatte keinen Bock dann. Ja. Aber die kann dem Hund aus dem Weg gehen. Möchtet ihr mal probieren von den Heidelbeeren? Nehmt euch gerne. Ich brauche gar nicht so viel. Nehmt euch mal so einen schönen Himbeer. Es wird, denke ich, schmecken wie eine Heidelbeer. Aber ansonsten lasse ich mich überraschen gleich. Du hast gesagt 2011. Ja. Hast du das Rezept vorher schon gehabt und umgewandelt in glutenfrei? Oder hast du das jetzt? Also ich hatte so eine Grundkäsekuchen. Rezeptur und dann habe ich die umwandelt und immer probiert. Perfektioniert quasi. Richtig, und das ist natürlich jetzt umgerechnet auf diese kleine 20 Zentimeter Sprungform, weil ich ja sonst wirklich 28, weil der ist so beliebt, da fange ich nicht an, weniger zu backen. Und es sind eigentlich gar nicht viele Zutaten, ihr seht es, es ist auch recht wenig Zucker auf diese Menge und dementsprechend ist ja auch nicht penetrant. Also weil vieles, also man entwöhnt sich ja schon manchmal von Zucker, wenn man einfach mal vielleicht auch eine andere Ernährung Phase hat und dann ist es einem alles zu viel. Ja, ja. Das ist auch sehr, sehr oft hier schon zu sehen gewesen, jetzt auch bei uns in der Jury. Manchmal Zucker, manchmal wenig, manchmal genau ausgewogen. Da war in alle Richtungen bis jetzt schon alles dabei. Und ich glaube, das macht bei den süßen Sachen auch immer für mich einen sehr wichtigen Faktor für die Entscheidung aus, ob man diesen Sweet Spot so gut trifft, dass es halt nicht drüber ist, dass noch andere Geschmäcker rauskommen. Da bin ich gespannt. Bin ich echt gespannt, was ihr sagt. Also ich bin kein Freund von Ersatzstoffen von Süße, weil die haben immer ihren eigenen Geschmack. Ja. Den möchte ich nicht haben bei meinem Kuchen, weil da habe ich einen Anspruch, ich schmecke das. Ja, ja. Und wenn es mir nicht schmeckt, dann esse ich es nicht gerne. Auch was Kaloriereduzierung betrifft. Aber ich möchte, wenn ich Kuchen esse, dann mag es sogar schmecken. Ja. Also, habt ihr irgendwie einen Zuckerersatz, den ihr manchmal verwendet oder den ihr gerne verwendet? Manchmal backe ich mit Kokosblütenzucker. Weil der ja auch ein Zucker, ist aber auch ein Zucker dem, genau, weil der noch eine karamellige Note einfach mitbringt. Der passt auch manchmal super. Das mag ich manchmal sehr gern. Ja, Nusse, also eigentlich überall, wo du wie die Lisa es richtig gesagt hat, überall, wo du die karamellige Note haben willst. Und selbst wenn es nur ein Teil von dem Zucker in Kokosblütenzucker ist, passt Grüße immer dann. Ne? Ja. Und an echt? Grüße an die Lu und an Lukas. Wer ist das? Ich hab's grad also die Luisa, ich habe eine Tochter. Heißt auch Luisa. Ah, okay. Und ich habe noch einen Lukas.
Genau. Mein Spitzname ist auch Lu. Ja. Oh, schön. Ja. Wie wird sie geschrieben? Mit O-U? Nein, mit U-I. Nur U-I. Okay, ja. Ich werde mit O-U. Du machst schon die Deko, oder? Ja, die ist nicht so gut geworden, wie ich dachte. Ich hatte eigentlich den Plan, so Sternchen draus zu machen aus der Kiwi. Okay. Anscheinend bin ich nicht so begabt in Sternenmacher. Jetzt wird es halt einfach eine Scheibe. Aber die sind jetzt nicht im Kuchen drin. Also Kiwi ist nicht im Kuchen? Nein, nein. Nur, okay. Das ist die Deko. Ja, okay. Und hier die ist Deko. Dein Kuchen. Das ist jetzt der fertige Kuchen. Ja, genau. Okay. Die anderen sind aber gerade in der Küche. Aber der wirkt auf jeden Fall schon mal richtig krass fluffig. Ja, ja, genau. Ich hoffe, dass die anderen auch so fluffig Oha, sind. Ja. Wow, wie so ein Schwamm. Ja. Also das ist krass. Ja. Total. Da bin ich sehr gespannt, wie der von der Konsistenz ist. Ob der dann ist wie so ein Omelett oder ob der ist wie ein Kuchen. Und das hier oben ist jetzt auch schon Schoko drauf, ne? Genau, das ist so bis nach außen gequollen, weil da ist Backpulver drin. Oder, Nee, eigentlich unten drunter, aber der hat Backpulver drin, deswegen kommt er so nach außen. Also unten war der Schokoteig und dann... Ach ja, cool, spannend. Ja, total. Ich bin sehr gespannt. Und was hast du jetzt noch geplant an Deko? Weil ich sehe hier Haselnüsse und auch Pistazien und Dekosterne. Die Sterne sind auf dem Teller. Okay, ja. Aber es kommt jetzt dann noch mal ein bisschen Kuchen da so oben drauf, dann noch ein bisschen Pistazien, ein bisschen krokant. Und dann da kommt noch richtig Crunch noch. Ja. Cool. Ich finde immer die Kombi recht schön mit krokant und Pistazien. Ja, lecker, ja, hört sich gut an. Ja. Gut. Sehr cool. Also dann würde ich sagen, liebe Leute, gleiches Bewertungstime. Wir sehen uns bei der Jurybewertung wieder. So, ihr Lieben, habt ihr irgendwie schon einen Favorit ausmachen können? Luisa, du stehst ja anscheinend auf Donuts. Ja, genau. I do not like gluten. Ich stehe eigentlich eher auf die Donuts. Ja. Du hast da quasi so einen Shop, wo man T-Shirts mit glutenfreien Sprüchen. Genau, kaufen. Also nicht nur T-Shirts, sondern auch ganz viele andere Produkte. Und in dem Shop gibt es ganz viele verschiedene glutenfreie Designs, also nicht nur das, sondern auch ganz viele andere. Mhm. Und das kann man auf alle möglichen Produkte, T-Shirts, Taschen, Gegenstände für den Alltag sich drucken. Okay. Ja. Also da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und wir haben uns gerade noch was Cooles überlegt. Finde ich richtig cool, dass du das der Community so auch noch bereitstellen willst. Wir haben das coole Gewinnspiel von der Reike. Und du willst jetzt auch noch ein Gewinnspiel genau. machen. Genau. Und zwar verlose ich noch ein T-Shirt an eine Person. Das heißt, ihr könnt euch dann im Shop ein Design aussuchen aus den vielen und könnt euch dann ein T-Shirt davon designen. Und das verlose ich noch an euch. Zum Teilnehmen, kommentieren unter dem Video. Genau, einmal T-Shirt kommentieren und dann seid ihr im Lostopf. Cool, dankeschön. Und falls es euch interessiert, die Designs findet ihr dann auf dem Gluten Friends Spreadshop. Blenden wir nochmal gerade ein. Und in der Beschreibung ist auch dein Instagram verlinkt und eure Seiten natürlich auch. Da findet ihr immer von der Jury alle Infos. Und jetzt ernsthaft, was ist euer Favorit? Super schwierig. Ich finde es auch schwierig. Ich will mich gar nicht festlegen. Ich traue einfach gleich auf mein Bauchgefühl. Ja. Ja. Das ist immer ultra schwierig zu entscheiden, finde ich. Weil es ja auch manchmal ganz nah beieinander ist. Ja. Einfach. Ja. Da muss man echt so ein bisschen im Kopf durchgehen, was war denn jetzt schwieriger, was war irgendwie ein bisschen besonders, was hatte ich vielleicht so noch mit, was war vielleicht viel besser als das, was ich kenne in der gleichen, im gleichen Gebäck. Ne? Kann man ja bei Käsekuchen zum Beispiel gut vergleichen. Ja. Das hat man schon viele gegessen wahrscheinlich im Leben. Insofern wollen wir die Kandidaten reinholen, oder? Bitte. Sehr gerne. Dann Kandidaten bitte reinkommen. So, liebe Kandidaten, es geht um 500 Euro in Cash für die Siegerin. Und Kerstin, sag uns doch gerne noch mal ganz kurz, was du Leckeres für uns kredenzt hast. Ich habe einen Käsekuchen euch zubereitet, der aus im Grunde der Grundmasse besteht, die aber ein Topping hat, also Boden, Quarkmasse mit dem Baiser, der oben auch noch mitbackt, aber in einem kurzen Break. Und dazu eine pürierte Himbeersoße, die man sich, wer mag, noch dazu gießen kann und einfach austopiert.
Super. Wow. Dann würde ich sagen, probieren wir mal. Ist schon mal super schön dekoriert. Ja, das sieht sehr hammer schön aus. Und sehr vorab, schön, wenn wir nicht aufessen, das ist überhaupt keine Wertung. Okay. Nee, also ich so, genau, also für euch auch, ich probiere auch immer nur von allem so ein kleines Stück, ohne, sodass ihr quasi nicht daran erkennen könnt, ob jetzt der eine besser ist. Oder wenn ich dann nochmal nachprobieren muss, hat es manchmal einfach damit zu tun, dass ich nochmal nachschmecken muss mit der Aromatik. Aber das auf jeden Fall, in jedem Kaffee kannst du das präsentieren. Ja, das ja, definitiv. Sieht hammer aus. Was für einen Preis gibst du dem? Du hast doch vorhin bei den Cookies 8,90 € für den Cookie. Ja, genau. Letzte Folge. Cookies habe ich auch. Ich würde sagen, es kann dann auf jeden Fall auch 8,90 €, oder? Das war bei 8,90 € wieder. Das ist einfach ein guter Preis einfach, oder? Bin ich auch bereit zu zahlen. So, ich probiere jetzt erstmal ohne Soße. Ja. Ich habe mit der Soße angefangen. Dann ergänzt uns jetzt super. Das wirkt so richtig schaumig, oder? Mhm. Ist es auch. Was ist das nochmal für ein Boden? Ein Mürbeteig mit deinem Mehl. Kuchen und Keksmehl. Der sieht krass fluffig aus. Ich wollte gerade sagen, also hier die Cheesecake-Masse ist wirklich richtig so schaumig schon fast. Also, ja, also die ist jetzt ja wahrscheinlich noch nicht kühl. Die ist noch ein bisschen. Nee, die ist nicht aber warm. Das ist nicht, also, aber das ist nicht schlimm. Wenn es noch kälter ist, also. Das tun wir schon so mit einbinden in die Bewertung. Das geht halt nicht in 100 ja. Minuten, den auch perfekt zu kühlen, ist ja ganz klar. Aber ist er noch Konsistenz lauwarm? Ist er noch lauwarm? Nö. Okay, mhm, gut. Wie isst du ihn am liebsten? Auch mit der Soße? Nein, ich mag ihn pur, so wie er ist. Mhm. Ich wollte halt einfach den Kontrast, weil das Himbeer ist halt toll, finde ich, auch zu diesem Quark. Also, Ich probiere Schicht für Schicht. Ich mache immer die Augen zu, weil dann kann ich mich besser auf den Geschmack konzentrieren. Ja, Mürbeteig ist auch super. Wie findet ihr es von der Süße? Gut. Sehr gut. Nicht zu süß. Ja. Ich finde halt der Mürbeteig, also ich weiß nicht, was das für ein Rezept ist, aber der ist so locker, dass man von der Seite schon fast denkt, das wäre so ein ganz dünner Hefeteig. Das ist richtig krass. So, liebe Sarah, was hast du uns gezaubert? Ich habe euch einen Stachelbeer-Baiser-Kuchen, fast in Richtung Torte so ein bisschen, kommt immer ein bisschen darauf an, wie man es dann serviert. Gebacken mit einem Baiser-Mürb- oder Baiser-Rührteig-Schicht oben und unten und dazwischen dann der Stachelbeer-Baiser oder Stachelbeer-Baiser mit der Sahne. Genau, ein bisschen crunchy, ein bisschen sahnig, ein bisschen fruchtig, von allem was dabei. Mhm. Dann würde ich sagen, probieren wir mal, oder? Mhm. Ist auf jeden Fall jetzt einfach ein komplett anderer Kuchen. Das finde ich einfach schon mal mega spannend. Ja. Wie viele Schichten haben wir hier? 1, 2, 3, 4, oder? Wenn ich richtig gezählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, oder? Je nachdem genau, wenn du die Mandeln nochmal haben willst. Nee, du hast den Boden, das Sahne. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Eigentlich 5 Schichten plus Mandeln. 5. Oh, das oben mit den Mandeln ist sehr lecker. Mhm. Die sind ja auch unten auch dabei, ne? Genau. Diese Nacht. Das ist derselbe Boden oben und unten, ne? Also ich muss sagen, ich hatte es ja dir vorhin schon gesagt, ich habe ja letztes Wochenende noch so einen Kuchen gegessen, aber mit Stachelbeeren statt Stachelbeeren Mandarinen von meiner Oma. Und der schmeckt noch mal einen Ticken besser. Sorry, Oma. Schaut sie YouTube? Jetzt ja. Ich glaube schon. Aber der ist wirklich sehr, sehr lecker. Freut mich zu hören. Du hast halt durch die Stachelbeeren genau diese Säure. Mhm. Die Leichtigkeit von der Sahne. Ja, und diese gerösteten Mandeln. Ja. Die machen es einfach auch nochmal. Ja. Die runden das Ganze nochmal ab. Und zum Glück auch nicht so süß. Ja. Ich mag es auch nicht, wenn es zu süß ist. Deswegen probiere auch wieder Schicht für Schicht, weil alles für sich besonders ist. Ja, und selbst obwohl die Mandeln unten so ein bisschen aufgeweicht sind, schmeckt es trotzdem sehr, sehr harmonisch und lecker. Ne? Mhm.
Hast du die Mandeln nochmal mit Zucker karamellisiert? Nee, gar nicht. Ich glaube, das würde zu süß werden dann mit Mehl. Das kommt einfach schon durch diesen Eischnee, wo der Zucker. Deswegen hast du diesen, aber das schmeckt so. Mhm. Schmeckt so, als ob es aus den Mandeln kommt. Genau, du hast diesen gebrannten Mandelgeschmack so ein bisschen mit konserviert auch da drin. Ja. Und ich finde auch, der Teig ist nicht so fest, sondern der ist trotzdem relativ. Weil, wenn ich es jetzt wieder vergleiche mit letztem Wochenende, da war das wirklich so, dann hat alles rausgequillt, weil man hat das dann so, hat versucht, das zu essen und der Teig war relativ fest. Und der ist jetzt wirklich, das lässt sich trotzdem gut essen, ohne dass alles komplett rausquillt, so, weil der Teig zu fest ist, sondern der ist wirklich weich. So, dann erzähl uns mal, was du Schönes gezaubert hast. Ich habe einen Schokomarmorkuchen gemacht mit Käsekuchen obendrauf. Dadurch, dass der Schokokuchen unten drunter ist und Backpulver drin ist, quillt es so bis nach oben raus. Und dadurch hat man so eine schöne Form am Ende und sieht halt auch, dass es nicht nur ein Käsekuchen ist. Habe oben noch ein bisschen verziert mit Kuvertüre. Das kann man auch immer ein bisschen abändern, auch wie man das machen möchte. Aber ich finde das immer sehr lecker, dann nochmal mit so Paarnüssen oder so drauf. Mhm. Aber dann auch noch schön aus. Auf jeden Fall eine super kreative Idee, weil das ist auf jeden Fall der Kuchen, den du am besten irgendwo mitnehmen kannst. Ja. Ja, ich bin gestern mit meiner Schwester damit rausgegangen und habe sie gefragt, ob ihr einen Kuchen to go mitnehmen möchtet. Ja, genau. Wir haben vorne Laschen dran, dann kann man ihn perfekt aufmachen. So. Ich wollte fragen, darf ich ihn rausholen? Natürlich. So, meintest du das? Links und rechts? Das ist da vorne, hier ist so eine Lasche. Ah, die. Okay. Dann kannst du den aufmachen. Ich hab's auch nicht hingekriegt. Genau. Fragst du mich? Boah, der sieht super fluffig aus. Sieht erstmal aus wie so ein Ameisenkuchen. Ja. Von der Seite. Ich lasse den jetzt mal rausgleiten. Aber hier sieht man dann auch den Käsekuchen dann. Ja. Ich nehme mal in die Hand. Ja. Ja, jetzt sieht man erstmal die Genau, deswegen wollte ich ihn rausholen. Helle und dunkle. Die Kuvertüre scheint auch trocken geworden zu sein. Ja. Siehst du ihn auch mal von der Seite? Ja. Naja, ja, die ganze Zeit versteckt im Verborgenen. Also oben knackt auf jeden Fall die Schokolade. Mhm. Und ist auch durch. Ist ja auch wichtig. Ja. Der ist auch sehr fluffig. Boah, ja, richtig, ne? Sehr fluffig. Super saftig. Ja, Käsekuchen macht da, finde ich, auch schon noch mal viel aus, dass er nicht so trocken ist. Mhm. Hättest du es mir jetzt nicht gesagt, dass da Käsekuchen dran ist, hätte ich es nicht gemerkt. Mhm. Mhm. Nee, ich merke es jetzt auch nicht im ersten Moment. Bei Käsekuchen denke ich an eher sowas. Und das schmeckt jetzt nicht wie typischer Käsekuchen, weil die Intensität von unten sehr stark durchdringt. Ja. Also Reike, du darfst dann gerne deine Bewertung abgeben. Zu jedem, ne? Und dann... Also, Kerstin, dein Kuchen. Also, ich habe, glaube ich, ehrlich gesagt noch nie so einen guten Käsekuchen gegessen. Also der ist wirklich sehr, sehr lecker. Hat mir sehr, sehr gut geschmeckt, auch mit den Schichten. Und jede Schicht hat eine andere Fluffigkeit. Gibt es das Wort? Keine Ahnung. Also es ist echt so eine tolle Konsistenz, jede einzelne Schicht. Und wirklich so schön zart und weich. Und die Soße schmeckt auch total lecker. Und du hast es total schön verziert, auch mit den Herzchen. Ich habe es auch nicht übers Herz gebracht. Ich habe die nicht zerstört. Die sind noch schön. Es schmeckt auch sehr lecker, aber ohne, also wirklich, also da brauchst du eigentlich gar nichts dazu. Also nur dieses Stück Käsekuchen, finde ich, ist schon extrem lecker. Also sehr, sehr gut. Dann zu den Stachelbeeren. Auch sehr gut. Ich finde zum Beispiel, der Teig, der ist ein bisschen süßer, aber dadurch, dass du, ich glaube, an der Sahne ist kein Zucker, ne? Und das finde ich echt gut, weil dadurch, wenn man halt alles isst, ist es wieder eine ganz tolle Textur und es ist nicht so süß. Also es schmeckt wirklich auch ganz toll und mit den Mandeln, das ist so, also es hat ja auch so herrlich geduftet nach Mandeln und also es schmeckt super lecker. Dann zu deinem habe ich auch noch nie so gegessen.
Schokolade in Kombination mit Käsekuchen. Käsekuchen ist tatsächlich, also die obere Schicht, deswegen habe ich nach dem Verhältnis gefragt, ist tatsächlich nicht so viel. Man schmeckt leider nicht so viel von dem. Hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht von dem Käse. Aber das ist wahrscheinlich, also es ist auch Geschmackssache. So ein Tick mehr, vielleicht so halb-halb oder sowas, hätte ich richtig cool gefunden, weil ich finde die Kombination mit dem Schokoteig unten und mit dem Käse ist richtig lecker. Und da hätte ich mir irgendwie mehr Käsekuchenteig gewünscht. Aber auch sehr, sehr lecker. Auch schön fluffig der Teig. Eine tolle Süße auch. Nicht zu süß. Also auch richtig, richtig gut. So. Also ich weiß ja auch, wie es ist als Kandidatin. Und bitte jetzt nicht traurig sein. Das sind wirklich drei unterschiedliche Sachen. Und richtig, richtig lecker. Habt ihr richtig toll gemacht. Und aber ich entscheide mich für den Käsekuchen. Ein Punkt für den Käsekuchen. Danke. Ihr Lieben, danke schön, dass wir eure Kreationen essen durften. Die schmecken alle köstlich und sind alle auf ihre Art und Weise besonders und einzigartig. Also danke, danke. Zum Käsekuchen von Kerstin als allererstes. Ich komme gerade von draußen. Wir haben hier in Wetzlar 25 Grad. Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Richtig schön fluffig, richtig schön sommerlich. Ich bin auch ein Fan von dieser Kombination mit der Säure von Himbeere und dem Käsekuchen und finde auch so schön, dass man die einzelnen Schichten sowohl optisch erkennen kann, als auch rausschmecken kann. Und es ist einfach ja, ein Geschmackserlebnis im Mund. Also hat mir sehr gut geschmeckt. Liebe Sarah, dein Kuchen erinnert mich an Oma. Tatsächlich, sowohl von der Optik als auch vom Geschmack. Also nicht an deine Oma, die kenne ich nicht. An meine Oma und an meine Mama. Und das weckt auch einfach schöne Gefühle, familiäre Gefühle. Ich kann es mir richtig schön vorstellen, wie man zusammensitzt und diesen Kuchen genießt. Ich mag es auch, dass es, wir haben mal nachgezählt, 5 verschiedene Schichten hat. Also auch da ist richtig viel Aufwand getrieben. Mir schmeckt es auch. Ich bin nur nicht so der Sahne-Fan. Das weiß man ja vorher nicht. Trotzdem habe ich, wie gesagt, auch jede Schicht für sich probiert und es schmeckt auch der Hammer. Also wirklich, mir fehlen die Worte. Danke. Liebe Steffi, danke auch für deinen Kuchen. Ich fand auch die Kombination einzigartig, weil ich kenne Marmorkuchen, ich kenne Ameisenkuchen, ich kenne Käsekuchen, aber nicht so die Kombination aus allem. Das ist so unbeschreiblich, was denn da jetzt herauszuschmecken ist. Deswegen, auch hier habe ich versucht, wieder individuell zu bewerten, jede Schicht für sich herauszuschmecken. Hat mir auch sehr gut geschmeckt. Es ist natürlich auch sehr deftig, sehr schokoladig und auch wirklich ein Geschmackserlebnis, wie alle Kuchen. Kerstin, dich sehe ich jetzt nicht. Genau, also wirklich danke, danke, danke. Und es fällt mir auch unfassbar schwer. Ihr glaubt gar nicht, wie schlimm es ist, hier zu sitzen und eine Stimme abzugeben. Ich hätte gern hier eine Stimme und hier eine Stimme abgegeben, aber die Regeln sagen was anderes. Deswegen, meine Stimme geht an den Käsekuchen von Kerstin. So, jetzt muss ich meine Stimme abgeben. Jetzt du kannst schon jetzt, 2 für den Käsekuchen. Ja, du kannst jetzt theoretisch schon die Vorentscheidung bringen. Ja. Noch mehr Druck, danke. Ja. Oder gibt es doch noch einen kleinen Wechsel? Ich fange mal an bei dem Käsekuchen. Also der war wirklich, du hast nicht zu viel versprochen. Wir hatten ja vorhin schon mal am Tisch auch gesprochen. Ja. Ich meinte ja so, du hast die Messlatte hochgesetzt und aber auch zu Recht, also es ist wirklich ein unfassbar guter Käsekuchen. Ich habe noch nie so einen Käsekuchen gegessen. Unfassbar fluffig und auch mit diesen 3 Schichten. Also das Rezept will ich auf jeden Fall haben. Und mir schmeckt auch die Kombination aus Käsekuchen und Himbeer, so New York Cheesecake. Sowas liebe ich total. Also wirklich großes Lob an der Stelle für den Käsekuchen. Sehr, 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 sehr lecker. Dann der Stachelbeerkuchen oder ja, so Himmelstorte ist es ja. Ne? Ich kann mich da der Eva anschließen. Ich habe es ja jetzt auch schon gesagt, es erinnert mich auch an meine Oma. Witzigerweise, letztes Wochenende hatten wir auch noch so einen ähnlichen Kuchen. Und
ich bin tatsächlich auch eigentlich gar nicht so die Sahne-Maus. Also braucht Sahne meistens nicht so, aber ich muss sagen, in dem Kuchen ist es einfach eine runde Sache und es schmeckt wirklich unfassbar lecker. Ich mag die Schichten, auch einfach der Teig an sich, dass der auch nicht zu fest ist, sondern es ist genau das richtige Verhältnis zwischen irgendwie mit Kross, auch die Mandeln, die angeröstet sind, so durch das Backen. Aber und auch der Teig, also mit der Säure von den Stachelbeeren so ein bisschen. Also es ist alles in allem super runde Sache und wirklich super lecker. Und zu dem Schokokäsekuchen. Ich hatte mir erst auch was anderes darunter vorgestellt, also es hieß Käsekuchen und aber mit Schokolade. Dachte ich auch erst, es ist irgendwie noch so ein klassischer Käsekuchen, aber irgendwie mit Schoko und obendrauf oder so. Ist letztendlich was ganz anderes geworden, was ich mir vorgestellt habe. Aber trotzdem super lecker. Es erinnert mich auch wirklich eher wie an so einen Ameisenkuchen, super, super fluffig, so wie ich es noch von früher auch in Erinnerung habe. Also wirklich ein sehr, sehr toller und leckerer Kuchen. Also da auch nochmal Hut ab. Also für alle, die sagen, glutenfrei wäre trocken, dieser Kuchen ist absolut das Gegenteil davon. Von daher wirklich alle drei super, super lecker. Und ja, also ich muss sagen, mir hat tatsächlich der Stachelbeerkuchen am besten von allen geschmeckt. Und deshalb geht mein Punkt zu dem Stachelbeerkuchen und damit mache ich es dem Robert nochmal richtig schwierig. Ja, krass. Also es ist jetzt so, dass wir zwei Stimmen für den Käsekuchen von der Kerstin haben, eine Stimme für den Stachelbeerkuchen von der Sarah. Was würde passieren, wenn ich jetzt der Sarah eine Stimme gebe? Dann hätte sie drei Stimmen und würde gewinnen. Und somit starte ich mal in die Bewertung. Der kleine Marmorkuchen. Ein richtig fluffiger Kuchen, den man einfach jedem präsentieren kann. Das Tolle ist, dass er diese Fluffigkeit hat, diese Saftigkeit hat, der trotzdem diese Raffinesse von den, von diesen Schokostückchen, ein bisschen Crunch. Und das ist einfach ein solider Kuchen, den man überall hin mitnehmen kann, gerade in dieser kleinen Form eigentlich besonders raffiniert. Dafür ist er auch sehr gut gemacht oder auch als größerer Kuchen, wenn man den vielleicht in Stücke schneidet, kannst du den Kiddies in die Brotdose packen, da kann auch nichts groß passieren. Ist halt einfach perfekt und auch, glaube ich, relativ leicht nachzubacken. Und dann kommen wir schon zu den etwas komplizierteren Gebäcken hier auf den Tellern. Wir haben hier einen richtig schönen, auch sommerlichen Kuchen eigentlich, finde ich. Also auch das passt zu den, wie du gesagt hast, aktuellen Temperaturen mega, weil du ein bisschen Obst dabei hast, du hast diese Frische, die Sahne, die nicht zu süß ist, dieses lecker Geröstete von den Mandeln. Und ich glaube auch, dass man so ein Stück Kuchen auch in vielen so kleinen Cafés, wo so dieser Oma-Style, weißt du, so präsentiert wird, auch sehr, sehr gut hinlegen könnte. Und da merkt man auch, wie du es vorhin beim Gespräch so ein bisschen erzählt hast, dass du diese Erfahrung hast und dieses Rezept auch schon sehr gut ausperfektioniert hast. Und deswegen ist dir das hier auch so gut gelungen, trotz dem Druck mit den 100 Minuten. Und dann diese Baisers und die verschiedenen Schichten alles in der Time quasi zu backen, ist gar nicht so einfach. Also dafür auf jeden Fall mega Respekt, hast du wirklich super gemacht. Und dann kommen wir zu der Kerstin. Es ist ja so, ich bin ehrlich gesagt gar nicht so der krasse Käsekuchen-Fan, muss man sagen. Aber Kerstin, der Mürbeteig, das ist, glaube ich, wahrscheinlich einer der besten Mürbeteige, die ich bis jetzt gegessen habe, so in Verbindung mit einem Kuchen. Und der Kuchen ist der beste Käsekuchen, den ich, glaube ich, bis jetzt gegessen habe. Der ist der Hammer und deswegen bist du für mich ganz klar die Gewinnerin hier heute. Mit den verschiedenen Schichten, die Luftigkeit. Kerstin, du hast die 500 Euro Cash gewonnen. Also Kerstin, hier hast du die 500 Euro. Die hast du dir verdient. Sehr gerne. Also, ich bedanke mich unheimlich für diesen tollen Tag bei euch hier in der Meisterei.
Ich bedanke mich für meine wirklich sehr netten Konkurrentinnen. Es sind Konkurrentinnen, aber ich habe es nicht so empfunden. Für den tollen Austausch mit euch allen. Und bewerbt euch für dieses Format. Und glutenfrei backen ist eine Herausforderung, aber man kann es toll machen. Und vielen, vielen Dank an euch alle. Ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Es war echt eine super, super coole Erfahrung. Vielen Dank an euch beide. Das hat mega viel Spaß gemacht. An dich, Robert, für die Organisation von dem Ganzen hier, dass du sowas möglich machst. Vielen Dank für euch, fürs Feedback, fürs Probieren, fürs Beistehen und Unterstützen. Es war einfach ein super, super toller Tag und ich kann es einfach nur auch jedem empfehlen, sich zu bewerben. Also kommt her, macht mit. Es ist eine tolle Erfahrung und einfach ein super schöner Austausch und man kann alles essen. Ist ja auch nicht so oft dabei. Vielen, vielen Dank. Also für mich war es heute auch ein ganz toller Tag. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich bin auch nicht hergekommen, um zu gewinnen, sondern einfach zum Backen. Es hat richtig viel Spaß gemacht, auch mit euch beiden. Jeder hat irgendwie jedem ein bisschen geholfen auf die eine oder andere Art und Weise. Ich wollte einen leichten Kuchen machen, den man halt schnell nachmachen kann. Und das habe ich meiner Meinung nach geschafft. Und damit bin ich sehr zufrieden. Und freue mich noch auf die anderen Kuchen zum Probieren. Die schauen nämlich sehr lecker aus. So Leute, ihr seht, ich habe mir schon wieder den Käsekuchen von der Kerstin genommen, um den Rest zu essen, weil der wirklich so fluffig ist und so lecker. Und ich glaube, heute haben wir da eine verdiente Siegerin auf jeden Fall ausfindig gemacht. Und die hat das auf jeden Fall mehr als verdient, oder? Den werde ich auf jeden Fall nachbacken müssen. Ja. Also. Ich bin gespannt, ob der dann bei dir auch so fluffig aussieht. Ich bin gespannt, sonst rufe ich sie an und sag, es funktioniert nicht, hilf mir. Auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein krasser Käsekuchen. Ja. Ich finde, jeder Kuchen hätte es verdient zu gewinnen. Man muss halt immer das auch in Relation sehen. Weil hätte ich jetzt nur einen Kuchen gegessen und dann zwei andere in dieser Form, hätte der ja vielleicht trotzdem gewonnen. Aber es ist ja immer die relative Bewertung, nicht die absolute Bewertung. Ja genau, du hast halt verschiedene Möglichkeiten und das ist das Spannende, was machen die Kandidaten bei sowas wie kuchenfreie Wahl in dieser Zeit? Ne, was kommt da für ein Schwierigkeitsgrad auf den Tisch? Es ist ja trotzdem ein Wettbewerb, auch wenn wir verschiedene Sachen zeigen wollen. Es geht um 500 Euro und die Kandidatinnen reisen von Berlin und Hamburg zum Teil an, fahren 5-6 Stunden, dann haben die sich schon was vorgenommen zum Teil auch. Und wenn dann halt jemand sowas quasi Perfektes, wo man nichts bemängeln kann, gar nichts, 0,0, nicht mal die Soße, das ist alles einfach hundertprozentig perfekt gewesen, dann kann so eine Kerstin halt auch nur gewinnen. Ganz einfach. Auf jeden Fall, ja. Und ich fand es aber richtig cool, dass die Luise eigentlich den Stachelbeerkuchen, weil das hat dann natürlich die Spannung nochmal voll nach oben getrieben. Ich habe es aber nicht wegen der Spannung gemacht. Also es war wirklich, also es ist ein Top-Käsekuchen, aber ich fand wirklich, also vom Geschmack her und vom Gesamten hat der mich einfach noch mehr abgeholt. Aber nichtsdestotrotz ist der Gewinnerkuchen auf jeden Fall trotzdem auch der beste Käsekuchen, den ich bisher gegessen habe. Das ist ja schon was. Ja. Ja, dann vielen Dank, dass ihr heute dabei wart in der Jury. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Total. Ich bin mit danke. Euch. Und die Leute sollen auf jeden Fall mal fleißig den Kanal abonnieren, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Unbedingt. Die werden echt auch richtig geil. Ja. Da haben wir noch einiges geplant. Seid gespannt da draußen. Und natürlich auch die alten Folgen anschauen, falls die noch nicht geschaut wurden, wir auch teilgenommen haben. Ne? Was war bei dir dran? Bei mir war Apfelkuchen. Bei dir? Cookies. Cookies und? Süße Köstlichkeiten. Also sehr viele interessante Folgen, die es da gab. Dann auf jeden Fall nochmal reinschauen. Und somit, achso, wenn ihr die Kanäle von denen mit Jurorin nochmal anschauen wollt, einfach in die Beschreibung klicken, da sind die auch nochmal verlinkt. Und wie kann man sich bewerben? Bitte? Wie kann man sich bewerben? Bewerben als Kandidat? Mhm. Ja, dann müsst ihr auf www.3-backen-glutenfrei.de gehen, den Bewerbungsbogen ausfüllen, seht ihr auch die Termine von den nächsten Drehs und dann sehen wir uns vielleicht bald hier wieder. Und somit sind wir raus, oder? Ciao, ciao. Ofenfrische Grüße, euer Robert.